Sebastian! Herzlich willkommen zur ersten Folge Forza Horizon 5. Da steht sogar mein Name. Hier. Na? Ich bin seit 2015 nicht mehr so gehypt gewesen auf dem Spiel, Leute! Wir drücken jetzt auf Start. Beziehungsweise auf Fortsetzen? Okay. Okay, ich hoffe, das fängt wieder von vorne an. Am Anfang hatte ich vergessen, den Sprecherton anzumachen. Dementsprechend muss ich das nochmal neu starten. Ich habe nur die ersten 10 Sekunden gesehen, aber nicht gehört. Deswegen habe ich mich da kurz drum gekümmert. Hier gibt es nochmal die Steuerung. Ah, A ist jetzt, okay. Nicht X, sondern A. Gut, das ist bei, kann man die Tastenbelegung auch ändern? Das wäre, glaube ich, einfacher für mich. Boah, ist das laut hier! Sieht so gut aus. Ah, ui, Leute! Wenn euch das Ganze im Übrigen auch so gefällt wie mir, dann bitte, Leute. Bitte macht hier. Smash das durch. In die Decke rein muss das. Ist das so, dass da nicht geredet wird? Wo wir alle willkommen sind. Ich lese es einfach mal vor. Zusammen erkunden wir die Wunder und Schönheit von Mexiko. Erfahren wahre Freiheit. Fühlen uns lebendig. Wir gehen zusammen als Freunde und Familie. Du fragst dich, was als nächstes passieren wird? Ja. Freunde, eines habe ich auf meiner Jagd nach dem Horizont gelernt. Manchmal muss man einfach loslassen und die Fahrt genießen. Ich weiß, warum das vorgelesen wird. Oh, ist doch sehr ausgelastet, der Prozessor. Nee, das stimmt nicht, da oben rechts. 90%? Ich habe hier einen Taskmanager und der sagt 50. Der Ton war weg! Ich hoffe, das bleibt nicht so. Oh mein Gott, sieht das Game gut aus! Oh mein Gott! Ich spiele das ja auf den höchsten Grafikeinstellungen, mein Gott. So, jetzt ganz kurz. Da, Einstellungen. Wir gehen auf Audio. GPS-Stimme an, der ist an, Mikrofon ist an, Streamer. Achso, Musik. Dann nehmen wir doch das Standard. Let's go! Bienvenidos a Mexico! Genau! Ich hab keine Ahnung, was. Oh! Ey, ich, oh mein Gott. Ich weiß nicht, warum ich das so komplett aus dem Leben wirft, das zu sehen, aber das sieht so sauber aus. LT. Ah, okay, ist bremsen. Da ist ein Flugzeug. Ich fahre einfach mal da lang. RB, um die Kamera zu wechseln. Ah, oh, ja. Oh, ja. Ich sehe nichts, ist weiß. Aber ich spiele lieber so. Hui, wir fliegen. Bam. Oh Gott! Oh no! Da sieht man, Führerschein ist auf jeden Fall schon. Ach, es gibt ja kein Nitro, warum drücke ich die ganze Zeit A? Erreiche die Bayer-Rundstrecke, steht über mir. Oh, ich verdeck die Karte, ich seh's. Ich weiß aber nicht, wo ich mich hinplatzieren soll. Ja, ich überhol dich mal, gell? Als ob der 200 fährt. Der sieht nicht aus wie ein Auto, was 200 fährt. Oh Gott! Was? Ich kann das doch noch nicht mal richtig steuern. Oh, Oh mein Gott. Oh mein Gott.
Ich weiß, es ist gerade ultra laut, ich mach's nachher leiser, aber Intro-Sequenz muss laut sein. Oh, dürfen wir den auch fahren? Ich würde niemals so ein Auto aus dem Flugzeug rauswerfen, auch wenn es mit Fallschirm ist und so. Das wäre mir dann doch zu teuer. Oh mein Gott, sieht das gut. Echt jetzt, wir dürfen das fahren? Oh mein Gott, Leute. Oh, der zieht. Oh, der fährt so gut. Oh, die Musik auch. Ich weiß, ich lag ein bisschen. Ey, das ist mir aber egal, ob ich lag. Oh. Ah. Oh, die Steuerung ist sehr schwammig. Das ist schlimmer als bei Need for Speed. Ey, aber es macht so Spaß. Doch, ihr seht die Karte so ein bisschen. Da ist schon wieder das Flugzeug. Und durchs Wasser. Boah, das sieht einfach wirklich perfekt aus. Y drücken zum Zurück. Oh, warte, was? Wir können das Rennen einfach an bestimmten Punkten fortsetzen? Wie genial ist das denn? Ich habe Forza 4 nie gespielt. Ging das da auch schon? Oh, aber erstmal an die neue Steuerung gewöhnen. Oh mein. Schwammiger ging es wohl nicht, oder? Ich will mich nicht beschweren. Das Spiel sieht bombastisch aus. Aber Steuerung ist halt schwammig. Wir fahren mit 200 durch den Sturm und ich sehe nichts. Da könnte jetzt ein Auto von vorne kommen. Hier ist unser Ziel. Ja, ich lag ein bisschen, aber Leute, ist das so schlimm, dass ich lag. Hauptsache, das Spiel läuft gut. Ich platziere mich gleich noch ein Stück weiter unten. Aber das ist der Porsche. Das ist der Porsche und die Flamingos. Und die Flamingos. Ach, kein Problem. Oh, jetzt weiß ich, was er meinte. Dschungeldonner la selva. Boah. Und ich habe beide PCs hier zum Aufnehmen. Da ist ein PC-Lüfter hinten drin. Oh. Guten Tag. Oh, die Handbremse ist sehr... Oh, die Steuerung. Ja, man muss sich dran gewöhnen, ich merke schon. Gibt es auch so einen Ultra-Epic-Mode wie Zeitlupe? Ah, nee. Stopp, das wollte ich nicht. Ups. Oh, hier geht's um die Kurve. Und durchs Wasser. Ey, ich liebe das. Warum kam das nicht schon viel früher raus? Ich wollte gestern schon aufnehmen. Ich habe aber, allen Ernstes vergessen, dass, das Game erst heute rauskommt. Und ich bin halt schon schwer davon ausgegangen, dass ich es gestern zocken kann. Ich habe es jetzt ein Stück leiser gemacht. Achso, ich habe ultra realistisches Fahren an. Das heißt, der Motor und das Auto können kaputt gehen. Oh, ich dachte gerade schon Polizei. Aber das ist nicht Need for Speed. Aber Need for Speed ist bisher das einzige realistische Autorennen, was ich gespielt habe. Wowie. Oh, wieso fährt eigentlich ein Porsche Offroad? Aber ich will mich jetzt mal nicht beschweren. Baum! Auto, Haus! Ah! Oh mein Gott. Passt. Vollgas. Jetzt aber nicht gegen den anderen Baum. Ich dreh nochmal um und lotse dich über die Brücke. Also einmal dieses Zurückspulen ist ein echt gutes Gimmick. Also ganz ehrlich, Microsoft, ihr habt was gut gemacht. Sowieso. Also was sag ich? Oh mein Gott, wir fliegen. Wowie, oi. Das sollte so. Durchs Wasser. Oh, ich habe keinen Rückspiegel mehr links. Ich gebe da schon Vollgas. Ich überhole den Harald. Hallo Harald.
Müssen wir uns unbedingt um den ersten Platz streiten? Wir wissen beide, dass ich besser bin als du. Naja. Ich muss das ein Stück leiser machen, das ist extremst laut. Ihr seht das halt nicht so gut. Sorry, Leute, dass ihr das nur in Full HD seht. Weil ich sehe das in 4K, 60 FPS, beziehungsweise 30, passt schon. Das ist die letzte Lieferung. Das ganze Festival. Nein. Ist es der AMG? Er ist es! Leute, er ist es! Das ist so ein geniales Auto. Boah, wie der zieht. Schaut mal auf die kmh-Zahl. Wir haben jetzt schon... Wie schnell fährt der? Kann man Autos in dem Game tunen? Oh mein Gott, der fährt fast 300... Der fährt safe 300. Klar fährt der 300. Der fährt 300, ja. Oh mein Gott, Leute, der fährt 300. kmh. Was ist denn los bei ihm? Ja, wir machen Festival. Oh, oh. Hier hätte ich auf die Bremse müssen tun. Oh, der sieht so gut aus. Oh, hier fliegen wir? Nein? Ah, okay, gut. Boah, Mexiko sieht echt schön aus. Ich glaube, ich fliege irgendwann mal nach Mexiko. Das größte Abenteuer... Kann ich mir gut vorstellen, das Spiel ist episch. Wer sind wir denn? Ich sehe uns gar nicht. Sind wir eine Frau? Okay, von mir aus. Der hat 7 Gänge? Ich will das Auto in echt fahren. Also ich wollte bis jetzt immer einen Lamborghini, aber gegen AMG habe ich auch nichts. Also der so aussieht. Safe, es wurden schon mehr als 5 Millionen Autos verkauft, nur wegen diesem Spiel. Also von das Auto... Oh mein Gott. Also Epicness von 600 plus. Keine Ahnung, wie das Spiel das hinkriegt, aber... Boah, ist das gut inszeniert, ey. Und der Controller vibriert. Hallo, ich bin's. Es ist früher morgen, wir haben 12 Uhr, aber ich wollte sofort hier an das Game. Oh, ihr habt die Maus im... Ich bin ein Profi. Ah, jetzt können wir uns... Oh Gott, da sieht mir auch keiner... Es ist ein echtes Fiesta-Ball, meine Amigos. Oh, wir können noch mehr freischalten. Die sehen mir alle, also... Und dazu noch eins der besten in der Geschichte des Festivals. Wartet nur ab. Ich glaube, der da sieht mir schon ziemlich ähnlich. Wartet mal. Ich habe halt permanent eine Mütze auf. Ich hoffe, man kann das. Ja, wir nehmen mal den da. Der sieht aber so jung aus. Die haben beide so dieselbe Frisur wie ich. Aber der sieht erwachsen aus. Oh, wir können die Frisur auswählen. Ja, die Frisur, die ist gut. Die Haarfarbe. Oder lila. Ah, ich hab so ein Dark Brown. Ah, so. Falls ein Spieler sowas hat, haben die auch daran gedacht. 10 von 10 Punkten. Ja, ich bin männlich. Stopp, ich würde... Nee, ich würde gerne die Stimme hören. Ah, X. Hallo? Diese super... Test? Test? Mic-Check. 1, 2, 1, 2. Okay, das sind wir. Das Spiel ist so episch. Warte mal. Die kennen wahrscheinlich den Namen K-Storm nicht und sprechen deshalb nur den hinteren Namen aus. Gut, sind wir halt der Storm. Aber ich find's cool, dass sie den Namen überhaupt aussprechen. Bei welchem Spiel werdet ihr denn schon mit eurem Namen angesprochen? Nicht angeschrieben, angesprochen. Ganz ehrlich, das ist... Gänsehaut, Leute. Das ist... Als du aus dem Flugzeug gesprungen bist, was hast du da gedacht?
tot. Ich habe mich bemüht, nicht darüber nachzudenken. Jamin sagte, ich sollte Großes von dir erwarten, aber nicht so, so. Spektakulär? Ja. Hayley, ich habe dir so viel zu zeigen. Cerros, Desiertos, La Jungla, Pyramides, La Belleza... Dschungeln, Pyramiden und Mexiko. Deine Aussprache war übrigens muy bien. Es wird besser. Aber wenn du irgendwann beim Festival vorbeischauen willst, brauchst du einen hiervon. Ich verspreche nicht, Treffer. Ich glaube, das ist deins. Ich kann kein Spanisch, ich habe einfach nur die Wörter abgeleitet. Der Aufstieg war etwas unsanft. Das glaube ich. Komm. Du bist aus dem Flugzeug mit dem Auto gefallen. Deine Expedition, ich koordiniere die Festival-Logistik. Da bleibt nur... Primita, wen? Das ist auch irgendwie, das will ich nicht haben, bei einem Festival dabei sein und dann nur schriftlich. Auch wenn du Primita nennst, Primito. Ich weiß, was du in UK abgeliefert hast. Vamos a ser rebanda. Alejandra, oder? Wenn du dich mit Motoren so gut auskennst, wie man sich erzählt, gewinnen wir sicher. Oh, apropos, ist die Lieferung da? Heute früh angekommen. Yeah! Ja. Ketulada, was für eine Sammlung. Du hast wirklich Geschmack. Ich bringe sie in den Fuhrpark. Aber welches führst du zuerst aus? Wir müssen jetzt, ja klar, der Dings hier, Chevrolet. Also ganz ehrlich. Also, es sieht cool aus, klar. Ja, aber es ist halt kein Rennauto und Toyota weiß ich nicht. Und Chevrolet ist halt, der sieht halt einfach am besten aus. Komm, wir nehmen das. Corvette passt immer. Das ist ein Corvette. Das ist ein Chevrolet. Oder bin ich jetzt komplett doof? Wir haben schon 16 Minuten rum? Ja, Leute, das wird heute eine 2-Stunden-Folge. Es muss die Corvette sein. Das ist doch kein Corvette. Super. Wie wär's mit einem persönlichen Nummernschild? K-E-Y-S-T-O-R-M. Passt genau rein, Leute. Natürlich nehmen wir das. A. E. Oh, das ist ziemlich weit hinten. Y. Ne, halt, da muss ich runter. Oh, wenn man das Alphabet vergisst. Schlimm. S. T. O. R. M. Das ist das schönste Kennzeichen, was ich je hatte. Boah, das sieht gut aus. Was ist das? Und wie das spiegelt ja wirklich. Ich sterbe hier noch. Ich sitze hier unten mit Zitterstörungen. Hey Storm, ich weiß, du kommst gerade erst an, aber das erste Schaurennen geht bald los. Fehlt nur noch unser Superstar. Hey Storm. Weiß nicht, ob das jetzt gerechtfertigt ist, mich so zu nennen. Aber Leute, wenn euch die Folge gefallen hat, zeigt das. Lasst einen Like da. Supportet dieses Spiel. Geht auf den Xbox-Kanal. Kauft euch 10.000 Mal dieses Spiel. Keine Werbung. Aber kauft es euch. Ich bin total überzeugt. Wir steigen direkt ein. In die nächste Folge. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.